sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 804. Ausgabe. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, während ich noch hier in der Hauptstadt bin und mich heute unzählige Male verfahren habe. Denn mein Auto mit dem schönen eingebauten Navigationssystem habe ich heute meiner Lieblingskollegin ausgeliehen und ich hatte im Gegenzug dann ihren Wagen und der hat kein Navi und ich hatte heute so viele Termine in Berlin, dass ich ohne Navigationssystem von A nach B finden musste. Und ich kann euch eins sagen, so Navi, das verleitet ja, dass man gar nicht mehr so auf die Umgebung achtet, dass man strikt nach den Anweisungen fährt und am Ende des Tages gar nicht weiß, wo man eigentlich ist. Ich bin heute so manche Strecke gefahren, die ich schon in der Vergangenheit mit Navi gefahren bin. Und ich hatte nie so richtig einen Plan, wo ich eigentlich bin, denn das Navi macht einen doof. Zumindest was geografische Kenntnisse anbelangt. Und heute ohne Navi, wo ich mich selbst durchfuchsen musste, natürlich mit einer ganz kleinen Unterstützung. Ich habe mir nämlich die jeweilige Stadtkarte bzw. den Stadtplanausschnitt, wo ich gerade lang fuhr, auf mein iPhone geladen. Aber es war nicht ganz trivial. Deswegen habe ich mich mehrfach verfahren, aber ich glaube, so schnell verfahre ich mich jetzt zumindest auf den gewohnten Strecken nicht mehr, denn man achtet auf die Umgebung, man kriegt ein Gefühl dafür, wo sind U-Bahn-Haltestationen, wo fährt man über die Spree, wo kann man sich vielleicht an einem Bahndamm orientieren oder an markanten Gebäuden, wie zum Beispiel der Charité und dem Hauptbahnhof. So, das ganze Mitdenken kann man sich eben doch nicht schenken und immer nur nach Navi. Da verlernt man doch so einige Fähigkeiten. Insofern war es ganz gut, denn ich kenne mich jetzt wesentlich besser aus. In Berlin zumindest habe ich den groben Überblick und eben nicht mehr den Tunnelblick, der da lautet, in 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts. Oder in 200 Metern rechts abbiegen. Danach erste links abbiegen. So schön wie das auch ist, aber man verliert wirklich den Überblick. Insofern war es mal ganz gut und ganz heilsam, mal kein Navi zu haben, auch wenn ich das heute einige Male verflucht habe, als ich mich zumindest verfahren habe. Oder man macht sich so ein Bild auf dem Stadtplan und dann kann man da irgendwo nicht links abbiegen, dann muss man eine Schlaufe fahren, plötzlich hat man sich schon wieder verfahren. Aber alles in allem dennoch sensationell. Naja, und dann ist so ein Freitag natürlich manchmal nur ein dreiviertelster Arbeitstag und anschließend hat man noch so ein bisschen Zeit, auch mal ein paar Sachen anzuschauen. Und so bin ich am Prenzlauer Berg in Berlin. Das ist also eines der hippen Stadtteile, so würde ich das mal bezeichnen. Ja, weiß gar nicht, kann man das so pauschal sagen. Ich finde es einen netten Stadtteil, ist eine coole Mischung an Menschen, die da wohnen oder die da unterwegs sind und ein paar klasse Läden dabei. Unter anderem war ich in einem Bio-Supermarkt. EO-Bio-Supermarkt heißt er und das Erstaunliche in so einem Supermarkt ist, dass da ja Produkte angeboten werden, die man gar nicht kennt. Ich meine, wer kauft schon Waschmittel aus Waschnüssen? Der normale Bundesbürger, der kauft ein Persil und damit wäscht er seine Wäsche und vielleicht noch ein Perwoll, wenn er seine Wäsche schonen möchte, beziehungsweise Wollsachen und feine Sachen waschen möchte und vielleicht noch ein Korall für Farbiges, aber das war's doch. Wer kauft denn schon ein Waschmittel, welches aus Einzelkomponenten besteht? Das hatten die da in diesem Bio-Supermarkt. Da gab es ein Basiswaschmittel, dann gab es ein Bleichmittel, dann gab es diese Waschnüsse, allerdings schon als Extrakt. Also man musste da nicht irgendwelche Nüsse kaufen, sondern das war eine Flüssigkeit mit 7,99 Euro. Auch nicht ganz billig, aber wahrscheinlich genauso gut wie ein Persil. Jedenfalls war es interessant. Ich war fast eine Stunde in diesem Laden drin und habe mir die ganzen Sachen angeguckt und natürlich auch so einiges eingekauft. Unter anderem einen Maislutscher Erdbeere, also ein Lolli auf gut Deutsch, aber eben nicht so ein Billigding, welches aus künstlichen Aromastoffen zusammengerührt ist und sonst nur aus Zucker besteht, sondern ein Maislutscher mit natürlichen Erdbeeren drin. 49 Cent für einen Lutscher, okay, kann man sich überlegen, ob das teuer oder billig ist. Ich finde, ab und zu kann man das mal machen. Heißt das eigentlich Lutscher oder Lutscher? Ich denke mal, das hängt so ein bisschen auch von der Gegend her, wo man herstammt. Dann habe ich mir Espressobohnen gekauft, natürlich aus fairem Handel. Und für die 500-Gramm-Packung habe ich 7,99 Euro bezahlt. Ist
nicht billig, aber auch nicht teuer. Es gibt auch von diesen durchschnittlichen Espresso-Sorten gibt's teurere, die mit Sicherheit nicht aus biologischem Anbau sind und nicht mit fairem Welthandel quasi geerntet wurden. Dann einen Drink, einen Kirsch-Banane-Drink gibt's fix und fertig zu kaufen. Sieht man leider nicht in normalen Supermärkten sowas. Das müsste es häufiger geben. Und eine Zartbitterschokolade, 100 Gramm für 1,49 Euro, kann man auch nichts sagen. Dafür, dass die Bauern, die die Kakaobohnen da angebaut haben, ordentlich bezahlt werden, nicht ausgepresst werden, wie vielleicht bei anderen Bauern das der Fall ist, wenn es dann in den billigen Tafeln drinsteckt. Da hat man auch ein ruhiges Gewissen, wenn man eingekauft hat. Da weiß man, man hat was Gutes getan. Nicht nur sich selbst, weil Schokolade esse ich tierisch gerne, zumindest wenn viel Kakao drin ist. Ein hoher Kakaoanteil ist wichtig und ich esse ganz wenig davon, wegen der schlanken Linie, könnt ihr euch ja denken. Aber man hat auch noch ein gutes Gefühl deswegen, weil man weiß, die Leute, die da ihren Buckel krumm machen, um diese Kakaobohnen da zu ernten und zu fermentieren und verarbeiten, die haben wenigstens für ihre anständige Arbeit anständigen Lohn bekommen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Freue mich schon auf morgen, da werde ich euch nämlich von einem sensationellen Hotel berichten, in dem ich nächste Nacht übernachten werde. Ja, dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.